versetzen. In den historischen heiligen Stand der Ehe, geschaffen von Gott, unserem Vater. I sing God of history, starts to beat the drums of doom. When this rich and diverse culture steals this democratic tomb. Und das Licht Gottes scheint auf diese Versammlung und segnet sie. As a color of skin becomes a uniform of war, America goes down. Oh, when America goes down. In einem winzigen Keller in Windsor, Kanada, befindet sich eine der Schaltzentralen der Neonazis. Ein Computer mit Internetanschluss, der Möglichkeit, weltweit beliebige Meldungen auszusenden und zu empfangen. George Birdie, die Symbolfigur dieser neuen technologisierten Neonazi-Bewegung, verbringt mehrere Stunden täglich am Computer und speist ihn mit seinen faschistischen Ideen. Birdie ist auch der Sänger von Rehover, was für Racial Holy War, den Heiligen Krieg der Rassen, steht. Die Musik ist das Vehikel, das Mittel, und Internet ist die Autobahn. Das Internet ist ganz einfach dazu da, unsere Musik zu verbreiten. Musik und Internet sind Teile einer neuen Generation. Sie gehören zu unserer jungen, pulsierenden und aggressiven Bewegung, sind Ausdruck unserer neuen Professionalität. Nicht irgendeine dieser alten Ideen, die nie Erfolg hatten. Unsere Kameraden sind jung und leben im Heute. Ich glaube, dass unsere Musik genau das ausdrückt. Windsor in Kanada liegt nur durch einen Fluss getrennt von Detroit in den Vereinigten Staaten. Birdies Propaganda zielt auch auf die rechtsradikalen Milizen und Gruppierungen in Amerika. Die Liga gegen Verleumdung in Detroit warnt schon seit Jahren vor Birdie und seinem Missbrauch des Internets. Ich glaube, dass das Internet für ihn und die Rechten enorm wichtig ist. Zuerst einmal ist es praktisch unkontrollierbar und im Augenblick nicht zu stoppen. Für das Internet gibt es keine Grenzen. Außerdem kann man es kaum zurückverfolgen auf seine Urheber. Das Internet dient auch der Finanzierung. Die meisten dieser rechtsradikalen Hassgruppen finanzieren sich selbst. Mit dem Internet erhalten sie jetzt neue Möglichkeiten. Mit diesem Netzwerk können sie weltweit Handel treiben. Aber wichtiger noch, im Internet hat jeder die Möglichkeit, daran teilzunehmen und seine Ideen zu verkaufen. Auf den Fingern steht Death, Tod. In London, einer Kleinstadt, 2 Stunden von Windsor entfernt, geben sich Griffin und Peggy, umringt von ihren rechtsradikalen Kumpanen, das Ja-Wort. Ein Leben in Liebe zu führen, gepaart mit dem Hass auf das Andersartige, auf Juden und Schwarze sowieso. Birdie und seine Kumpane feiern das Brautpaar auf ihre Weise. Mittlerweile hat auch die kanadische Polizei von dieser Veranstaltung Wind bekommen. Sie kontrolliert alle Ankommenden und notiert ihre Kennzeichen. Verbieten kann sie das Konzert nicht. Das Recht der freien Meinungsäußerung steht in Kanada über allem. In Deutschland sind solche Treffen strengstens verboten. Im Saal sammeln sich langsam Hunderte von Neonazis. Einige sind Tausende von Kilometern gereist, um hier teilnehmen zu können. Viele sind aus Amerika über die Grenze gekommen. Hier kaufen sie illegal die CDs, die auf dem Index stehen, wegen Volksverhetzung und offenem Aufruf zur Gewalt. Auf 4.000 wird die Zahl der gewaltbereiten Rechtsradikalen in Amerika geschätzt. Die Zahl der Sympathisanten ist um ein Vielfaches höher. Wieder einmal singt der Internet-Nazi George Birdie vom Kampf auf Leben und Tod, von Opfern, die die weiße Herrenrasse bringen müsse. Er weiß, dass dies die Worte sind, die seine Anhänger von ihm hören wollen. Die meisten Skins hier gehören zur weißen Unterklasse, zum White Trash, dem weißen Abfall, wie sie sich selbst sehen. Für sie ist die Musik der entscheidende Zugang zum Neonazismus. Welcome, Warriors, to the hall.
Diese Lieder erschaffen den Feind, den Dämon, den man hassen muss. Konzerte haben auch den Zweck, ein politisches, ein soziales Netzwerk zwischen den Neonazis zu schaffen. Außerdem finanzieren sich viele Neonazis über diese Konzerte. Vor einigen Monaten gab es ein Massaker, als zwei Neonazis ihre Eltern und ihren 11-jährigen Bruder umbrachten. Die Brüder flohen danach quer durch Amerika. Die Freunde, bei denen sie sich schließlich versteckten, hatten sie vorher auf einem dieser Neonazi-Konzerte kennengelernt. Die Brüder waren seit jeher stadtbekannte Nazis gewesen, Anhänger einer der radikalsten Neonazi-Musikgruppen. Von der brutalen Musik beeinflusst, töteten sie im Rausch ihre Familie. Auch Ray Hover, die Gruppe Birdies, fordert immer wieder zur Gewalt in ihren Liedern auf. Auf dem Bildschirm bejubeln sie Hitler, verdammen die Juden. Seine weltweiten Kontakte hat Birdie durch das Internet um ein Hundertfaches vervielfachen können. Und das fast umsonst, da die Kosten geringfügig sind. Kinderleicht ist der Zugang zu den Nazi-Parolen für jeden mit einem Computer und einem Telefon. Auch in Deutschland. Mit Hilfe des Internets will der erst 26-Jährige versuchen, die Vorhut einer globalen Neonazi-Bewegung zu schaffen. Die Qualität der Menschen im Internet ist wesentlich höher. Jeder Mann kann einen Brief schreiben, aber nur eine bestimmte Schicht kann sich einen Computer leisten. Deshalb habe ich viele Kontakte zu Studenten, zu gut ausgebildeten Leuten, zu Menschen mit viel Geld. Menschen eben, die aus einem besseren Menschenmaterial geschaffen sind. Mit ihnen werde ich eine neue Bewegung aufbauen. Die weltweite Kommunikation ermöglicht uns andererseits, überall neue Anhänger zu bekommen, sodass unsere Bewegung immer größer wird. Das Internet für die Intelligenteren, die Musik für die Dummen. Es ist der Cocktail aus alten faschistischen Ideen, dem Zukunftsmedium Internet und der emotionalen Bindung durch die Musik, der George Birdie gefährlich macht. Bisher hat den Neonazi niemand stoppen können.